Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio und in meiner total überkandidelten Fabrik. Ich habe jetzt auch wieder eine Weile nicht aufgenommen. Da waren so ein paar andere Sachen, die ich dazwischen etwas intensiver jetzt gespielt habe, zum Beispiel Mass Effect Andromeda und auch ein bisschen mehr Nerim. Ich muss mich erstmal wieder ganz kurz orientieren, stimmt. Ich hatte hier schon angefangen, die Befestigung auszubauen und so ein paar andere Sachen zu machen. Ich hatte hier so ein kleines Überproduktionsproblem und ein kleines Versorgungsproblem. Ich bin auch noch nicht so ganz sicher, wie ich das jetzt lösen werde. Strom brauche ich auch mehr, aber immerhin kommt jetzt hier Kupfer besser an. Auch wenn aus irgendeinem Grund. Also es reicht trotz allem nicht, um hier auch Kupfer reinlaufen zu lassen. Das heißt, ich müsste rein theoretisch noch mehr Kupfer produzieren. Weil ich würde das schon gern haben, dass das. Also mir wäre das lieber, wenn das Rohkupfer sich hier auch stauen würde. Und nicht nur die Kupferplatten da so ein bisschen Stau haben. Das heißt, ich müsste eigentlich hier noch einen Förderer hinsetzen. Oder zwei sogar. Das heißt, ich müsste hier vier und hier vier machen. Ja. Dann tue ich das mal. Ja, ich lasse sie einfach sich überlappen ein bisschen. Das ist insgesamt ja kein Drama. Und hier muss noch Förderband hin. Jawohl. Ich auch. Ich hoffe, ich habe da genug Strom für. Das ist nämlich auch so ein Problem dann, ne? Wenn man. Also die Erzförderer fressen schon ganz schön viel. Ich meine, die Lichtbogenöfen, wenn man die dann stehen hat, noch mehr. Darum brauchen wir auf jeden Fall eine gesicherte Stromversorgung. Ey, was habe ich denn hier gemacht? Was habe ich hier gemacht? Ich weiß es nicht. Chaos. Totales Chaos. Ja. Gut. Das sollte jetzt vielleicht ein bisschen mehr Kupfer. Kommt jetzt mehr Kupfer an. Es müsste ja jetzt Wirkung zeigen. Die zoffen sich hier um das Letzte. Das war gerade super. Ja, aber es wird produziert. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ja, hier kommt es auch alles an. Aber ich muss wirklich gucken, dass ich hier das automatisch reingelegt bekomme. Alles. Das ist wirklich die Sache, die ich automatisieren muss. Eindeutig. Ich meine, ja, das wäre halt mit dem Logistik-Roboter-System schön, ne? Weil es ist immer noch genug, was man hier managen muss. Und es ist so halt so extrem viel Micromanagement. Das ist so. Naja. Gut, hier kommen keine grünen Pakete an, weil nichts drin ist für grüne Pakete. Ich brauche Förderbänder und Ärmchen, richtig? Gott, ich weiß es schon nicht. Ja, ich brauche Förderbänder und Ärmchen. Ich habe nicht genug Ärmchen im Inventar. Das ist auch so. Ja, hier kommen keine an. Ja. Das muss ich echt anders machen. Das muss automatisiert werden. Das geht einfach nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt 1, 2, 3, 4. War doch 1 zu 1, ne? Braucht man da 1 zu 1? Braucht man zwei Fließbänder? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Egal, es wird reichen. Ich könnte hier irgendwann mal die Förderbänder auch austauschen gegen rote.
Hier wird nichts mehr gefördert, weil es tatsächlich auf Null gelaufen ist. Ist das irre? Kein Stein mehr hier. Null Stein. Dann gucken wir doch mal, wo wir das nächste Steinvorkommen haben. Ja, ich rufe mal die andere Karte auf. Da oben. Das heißt, ich muss hier hoch expandieren und die Befestigung vergrößern, denn das ist wirklich das nächste größere Steinvorkommen, was ich habe. Gut, dann muss das erstmal noch nicht sein. Ich mache das jetzt tatsächlich einmal so. Denn das muss ich erstmal hinkriegen. Das muss ich vor allem erstmal sichergestellt bekommen und gesichert bekommen. Denn das ist wirklich gar nicht so einfach mit den ganzen Aliens. Und wir brauchen für die weitere Forschung ja die blauen Pakete, die ich letztlich nur manuell darüber verfrachten kann. Und auch nur manuell herstellen kann gerade. Da unten. So, was brauchen wir denn für das Ganze immer? Wir brauchen, oh, Plastik oder Kunststoff. 7. Ich brauche Kunststoff. Wieso komme ich nicht durch? So, ich habe jetzt übrigens auch definitiv den Plan. Da ist doch Kunststoff. Ach so. Warum hat er das jetzt nicht? Ach so, der hat keine Erzförderer, deswegen kann der nicht. Ja, hier, bitte. Der braucht überhaupt gar keinen Kunststoff, der hatte genug. Ja, ich pack's mal rein, dann haben wir es hier. Mehr Erzförderer. Wie viel können wir machen? 10. Ja, zumindest haben wir hier mal die Reparaturdinger, ne? Ja. Was? Genau. Du brauchtest Chips, um zu funktionieren. Die musste ich auch manuell immer reinsetzen hier, ne? Das hatte ich ja auch erstmal so gemacht, ja. Ist zwar ein bisschen blöd. Die roten Motoreinheiten brauche ich gar nicht hierfür. Ist gut. Ich packe mal alles, was ich hier so habe, hier rein. Mehr geht nicht, okay. Damit ich auf jeden Fall genug blaue Pakete bekomme, habe ich hier. Hier ist ein Geschwindigkeits. Komm, du kriegst noch eins. Du musst einfach mehr Geschwindigkeit haben. Das dauert sonst so tierisch lange. Du brauchst Kupfer und Eisen, ne? Richtig? Ja. Sollst du haben. Ja, und das ist halt blöd. Ach, das wäre jetzt so wenig oder so viel weniger Aufwand, ne? Das nervt mich wirklich so ein bisschen. Dieses Micromanagement immer ist, finde ich, nervtötend, weil, ja, unnötig, dieses extreme Micromanagement. Man könnte es halt mit den Logistikrobotern so viel einfacher haben. Es wird mir halt die ganzen Laufwege sparen. Es geht mir noch nicht mal so sehr um das, darum, dass das alles, ja, weiß ich nicht, fortschrittlicher ist. Ich suchte gerade nach einem passenden Wort. Ja, es ist halt, ich finde es blöd, dass man so viele Laufwege hier hat. Ich will zwar das Ganze noch mit einem Straßennetz versehen, aber das ist ja auch nicht so einfach. Das kostet ja auch wieder noch Ressourcen und vor allem Steine. Oh Gott, hier ist alles voller Zahnräder. Die Kisten sind bestimmt proppenvoll, genau. Ich nehme mal einfach. Ich hätte mal vielleicht alles nehmen sollen, was ich nehmen kann. Hier packe ich jetzt mal Zahnräder rein.
Was fehlt dir? Dir fehlen Eisenplatten. Gott sei Dank habe ich da ein paar. Und da die Kisten hier noch befüllt sind, weiß ich auch, welche ich damit befüllen muss und mache keinen Murks. Das finde ich ja auch manchmal so schlimm, dass mir das so schnell passiert, dass ich sowas falsch platziere. Aber du hast jetzt ein bisschen viele grüne Chips hier, ne? Das sind sehr viele. Die schmeiße ich jetzt zwar auch wieder rein, aber okay. Jetzt müsste es eigentlich gehen. So, du brauchst Zahnräder und Eisenplatten, ne? Du hast ein Zahnrad hier. Ein einsames Zahnrad. Das nehmen wir doch mal weg. Und dann holen wir mal ein paar Eisenplatten noch. Ja, ich würde das wirklich gerne noch automatisiert machen. Es ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Ich müsste ja nur hiervon. Na okay, es wäre schwierig, hier da rein die Eisenplatten zu kriegen. Aber ich könnte hier zumindest so ein bisschen mit unterirdischem Förderband könnte ich das machen. Ich könnte hier ein unterirdisches, hier ein Abknick machen, eine Abzweigung, unterirdisches Förderband, das hier hochkommt, hier an der Stelle hochkommt und wo der Arm direkt da reingreift. Und so ähnlich hier. Ich weiß nicht, ob das geht. Müsste man austesten. Wenn das schief geht, ist das wieder so. Dann habe ich es kaputt gemacht, sag ich mal, ne? Gott, hier stauen sich die Eisenplatten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das ist ja mal krass. Ich nehme mal hier ein paar weg. So. Ja, hier war es. Eisenplatten und Zahnräder. Ja, so viele Eisenplatten habe ich jetzt hier gar nicht, ne? Da habe ich also nicht alles voller Zahnräder ballern. Da fehlen Ärmchen. Ärmchen müssten aber hier wieder produziert werden. Ja, genau. So, was ich aber eigentlich eben sagen wollte, bevor mir irgendwas dazwischen kam gerade. Also ich habe mich jetzt entschieden, das tatsächlich so zu machen, dass ich nicht mehr eine lange Folge einmal die Woche mache, sondern ich werde das mal probieren mit zwei Folgen à 20 Minuten an zwei Tagen die Woche. Ich weiß noch nicht, ob Donnerstags und Dienstags, aber der Donnerstag wird auf jeden Fall der Factorio-Tag bleiben. Vielleicht werde ich auch, ich könnte auch zwei Folgen an einem Tag, aber das finde ich albern. Also entweder mache ich es dienstags oder es kommt vielleicht sonntags oder so. Wobei ich ja immer noch plane, sonntags mal irgendwann so Sachen, so Specials zu machen, wie die Nerim-Bücher vorlesen, die ich ja wirklich alle mir katalogisiert habe, damit ich weiß, welche ich brauche, welche ich habe. Das muss ich noch mal ergänzen. Ich habe noch ein paar neue gefunden, aber ich habe das tatsächlich mal alles angefangen aufzuschreiben, damit ich weiß, welche ich vorlese. Und dann muss ich mir die natürlich auch so ein bisschen sortieren inhaltlich. Und ja, hier fehlen wieder die guten alten Erzförderer. Was brauchen wir für Erzförderer eigentlich? Ich brauche dafür Schaltkreise, Zahnräder und Eisenplatten. Das sollte alles nicht das Problem sein. Ich nehme mal die, die ist voller. Mach mal einmal Kupfer. Ach ja, hier. Ich wollte hier noch mal kurz Kupferplatten nachlegen. Und Zahnräder nachlegen, weil es ja doch ein paar mehr waren, die wir da brauchen. Und jetzt hole ich nochmal Eisenplatten und Chipse und ja.
Ja, und jetzt habe ich halt schon das Problem, ich spiele jetzt eine Viertelstunde, ne? Und das ist so. Normalerweise wäre jetzt das die Hälfte der Folge. Und ich denke dann immer so, wenn ich jetzt 20 Minuten Folgen mache, dann ist das jetzt noch 5 Minuten und dann bin ich am Ende. Da muss ich mir jetzt wirklich. Ja, da muss ich jetzt so ein bisschen anfangen. Ach du Schande, das könnte dauern. Ich habe ein bisschen viel angepufft. Ja, sehr schön. Der nimmt. Warum nimmt der eigentlich keine raus? Weil da so viele drin sind. Der hat da nichts rein zu tun. Deswegen. Ah, ich verstehe. Okay, das ist aber kein Problem. Ich kann die roten Schaltkreise hier einfach mal in der Tasche lassen. Dann kann ich mir diese Module schneller herstellen. Och, das mit den Erzförderern finde ich schon ein bisschen krass, dass man da so viel braucht. Aber gut. Hat ja keiner gesagt, dass das mit den blauen Wissenschaftspaketen ein Waldspaziergang wird. So, ich brauche auch noch wieder Solarteile und Batterien. Also, ne, hier nicht Batterien. Ihr wisst schon, die Dingens, die Speicherdinger. Die Forschung muss am Laufen bleiben. Hier ist schon wieder keine blaue Forschung. Fortgeschrittene Metallverarbeitung. Da kriegen wir halt die Lichtbogenöfen und wichtig, diese Wissenschaftspakete. Das sind gar nicht die Alien-Dinger, ne? Sehe ich jetzt gerade. Wir brauchen dafür Lichtbogenöfen, Montagemaschinen und Elektromotoreinheiten. Aber es gab doch Alien-Pakete. Bin mir ziemlich sicher, dass es Alien-Pakete gab. Und dass die. Wo kommen denn die mit her? Kommen denn die gelben her? Was war das denn? Was ist das denn? Fernbedienung für die Entladungsverteidigung. Oh Gott, explosive Raketen. Was ist das denn? Energieschildausrüstung, auch schick. Aber wo kommen die gelben? Ich meine, ich brauche sie irgendwann, aber wo kommen sie her? Womit werden sie freigeschaltet? Ich weiß das nicht. Ach du Sch. Ja, gut, das ist das Raketensilo. Damit wir damit. Das beendet dann das Spiel. Ich weiß nicht, ob die Atombombe das auch beendet. Aber auf jeden Fall. Das Raketensilo ist quasi unser Ziel. Was ich spannend finde. Also. Ich finde es halt cool, dass dieses Spiel wirklich ein Ziel hat, letztlich, und zwar dieses Raketensilo. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo man die gelben Pakete mit freischaltet. Vielleicht irgendwo hier weiter schon. Das könnte sein, dass die gar nicht da unten erst freigeschaltet werden. Irgendwo. Wahrscheinlich in irgendeinem. Keine Ahnung. Es muss doch irgendwo stehen. Da, hier. Auch da brauchen wir keine. Sehr spannend. Blaue Prozessoren. Was braucht man dafür? Ach du Scheiße. Ja, es wird alles sehr spannend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Pakete wir von allem brauchen. Oh Gott, ja. Ja, wir brauchen mehr Mauern. Wie viel haben wir denn jetzt da? Auch nicht so viele, ne? Hier könnte ich mal einen effizienteren Ofen hinsetzen, aber
Ich weiß nicht. Vom Tempo her reicht es eigentlich. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, dass hier so viel Stein ist und da so wenig, aber gut. Machen wir doch so einen effizienteren Ofen. Da, einen davon. Können wir da 100 rein tun? Nee. Ja, jetzt geht es ein bisschen flotter und dann, ja. Hier ist aber doch ganz viel Eisenerz. Ist alles nicht perfekt, aber echt nicht. Ich bin auch mal gespannt, ob ich das auf Dauer alles so noch am Laufen halten kann. Ich habe das Gefühl, wenn das dann alles mal so richtig noch komplexer wird, dann könnte ich ein Problem bekommen. Ah, okay. Ich habe auch eben schon wieder den Faden verloren. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich weiß es nicht mehr. Das ist irgendwie, dieses Spiel bringt mich auch immer wieder aus dem Konzept. Ich merke das. So, hier läuft aber alles ganz gut. Es wird hergestellt, alle Maschinen arbeiten. Das ist gut. Das Schnurren der kleinen Nähmaschinen läuft. So, hier geht auch wieder die Forschung weiter, aber es dauert halt wirklich, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen für die, aber mal gucken. Steht das hier irgendwo? Nicht wirklich. Kann man auch nicht anwählen von hier, ne? Ja. Doch, hier. 250. Ja, nee, dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen, okay. Ja. Ja, gut. Das ist jetzt, ne? Ich darf jetzt nicht total überziehen. Das ist jetzt die erste circa 20 Minuten Folge. Ich habe sie schon wieder 2 Minuten überzogen. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Und ja, mal schauen, was hier so wird. Ich sag einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.